Hallihallo, hallöchen meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Wir sind jetzt, glaube ich, aktuell gerade in der dritten... Was läuft da für eine coole Musik? Banana Slumber Party. Faszinierend. Ich wollte allerdings tatsächlich ganz gerne normale Eiche haben. Also Schafe hat sie schon mal genug. Ich überlege gerade tatsächlich, ob es Sinn macht, drei Schafe zu töten, um an die Wolle zu kommen. Wenn wir welche wenn wir insgesamt fünf haben, dann wird das ja funktionieren. Dann könnten wir immer noch welche nachzüchten, dann wäre das alles kein Problem. Aber wenn wir allerdings keine fünf haben, wäre das natürlich ein bisschen strategisch ungünstig, die Schafe zu töten. Da komme ich nur noch ein bisschen Schwarzeiche mit. Dann bauen wir uns, glaube ich, die Hütte auf der Insel bauen wir uns dann einfach mal aus Schwarzeichenholz. Es wird ein bisschen dunkler. Der Faithful Shader. Okay, werde ich mir mal angucken. Vielleicht werde ich ihn gleich mal in der nächsten Aufnahmepause, also zwischen diesen zwei Folgen, werde ich ihn vielleicht einfach gleich mal runterladen und einmal reinpacken. Vielleicht kriegen wir durch ein bisschen mehr FPS. Das wäre ja ganz sexy eigentlich. Und ja, würde ich sagen, machen wir das so. Lass mal hier die Schwarzeiche einmal komplett wegkloppen. Ich finde das gerade ganz gut, dass wir gerade keine Monster hier drin haben. Auch wenn ich jetzt gerade nur auf den Moment warte, wo mir gleich so ein zischender kleiner grüner Kackwurm ins Ohr plärrt. Und jetzt ist natürlich genau das passiert, was ich eigentlich vermieden gehabt habe. Was zur Hölle ist das denn? Okay, wir brauchen gerade ein bisschen Stein. Haben wir nämlich noch nicht. Und guck mal, schau, wie schön... Was denn das Grüne hier? Nee. Oder? Nee, das ist normaler Bruchstein. Warum ist denn der so cool grün hier? Ohne Kack, Freunde. Jetzt hatte ich gerade echt gedacht, das ist jetzt hier der Mossy Cobblestone. Wir hätten jetzt hier schon direkt eine Höhle gefunden oder sowas. Das hätte ich ja sowas von gefeiert. Aber scheinbar ist das durch die Connected Textures hier, dass im Prinzip das Bruchstein von der Höhle hier, dadurch, dass er so nah an der Oberfläche liegt, dass der schon so leicht mit Gras überwachsen ist, was ich eigentlich als Idee ganz... Oh, Kacke. Ganz cool fand. Ich muss mal ganz kurz eben rennen hier. Ah, Texture Pack, Faithful. Okay. Wie gesagt, ich finde dieses Texture Pack sehr, sehr cool. Ich habe auch noch ein anderes, das könnte ich mal gleich testweise mal reinmachen. Ey, wie langsam rennt denn der bitte heute? Ich glaube, der ist so dick, der müssen wir ein bisschen mehr Sport machen hier. Ja, Mr. Kau, das habe ich nämlich jetzt gerade auch gedacht. Habe ich gedacht, so, boah, Alter, nee, jetzt sag nicht, wir haben jetzt die direkten Mob-Spawner direkt hier an der Oberfläche hängen. Das hätte mich jetzt ganz spontan aber wirklich an jemand anders erinnert, der direkt in der ersten oder zweiten oder dritten Folge seines Let's Plays auch einen Mob-Spawner direkt an der Oberfläche gefunden hat. Ich habe natürlich jetzt wieder mal nicht den Timer gestellt. Ich bin einfach so clever. Ich bin so unglaublich clever und dieses Lied, was da gerade läuft, das ist einfach mal so unglaublich kake. Das werde ich mal direkt wegmachen. So, dann machen wir mal ganz kurz eben hier weiter. Wir haben jetzt gerade relativ viel Stein gesammelt, das ist ganz gut. Dann bauen wir uns mal direkt nochmal eine... Erstmal machen wir ein paar Holzbretter. Genau, können wir uns mal ganz kurz eben anschauen, wie die Holzbretter denn auch hier aussehen. Bevor ich allerdings weitermache, mache ich kurz eben schnell eine Axt fertig. So. Dann haben wir nämlich direkt wieder eine, bevor ich das gleich wieder vergesse. Das passiert relativ schnell bei mir, ich kenne mich ja. Gucken wir uns mal kurz an, wie die Holzbretter so aussehen. Das war schon echt dunkel, oder? Ich glaube, das können wir nicht machen, oder? Nee, das ist so dunkel von der Textur. Und die Bretter sind auch so... Das können wir als Holzboden nehmen. Ne, das so Dielenplanken. Ich glaube, das können wir machen so als Boden. Boden ist das, für den Boden ist das okay. Das passt ganz gut, aber nicht für die Wände. Die Wände hätte ich gerne etwas heller. Tatsächlich mache ich das ganz gerne mal so, dass ich den Boden immer etwas dunkler gestalte, die Decke etwas heller. Einfach helle Decken machen Räume ja immer etwas freundlicher und größer im Allgemeinen betrachtet.
Deswegen wird man eigentlich auch feststellen, dass in Autos so gut wie alle Himmel, also diese Dachhimmel, die man im Auto hat, die heißen ja so, die sind meistens alle hell gestaltet, einfach weil man dadurch ein freundlicheres und größer wirkenderes Ambiente im Auto erhält. Es gibt nur ganz wenige Autos, wo der dunkel gehalten ist. Das wirkt auch immer sehr bedrückend, finde ich dann. Also, finde ich nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Auto habt oder schon mal in so einem Auto gesessen habt, wo der Himmel im Auto wirklich dunkel war. Ich persönlich finde das nicht schön. So, und deswegen machen wir auch nachher hier wahrscheinlich die Decke mit Birkenholz, je nachdem wie sie aussieht. Das weiß ich noch nicht so genau hier in dem Pack. Ich könnte mal ganz kurz eben nachgucken, wie das Holz aussieht hier. Zack. Jetzt habe ich natürlich schon wieder Mist gebaut. So, die Bretter sehen so aus. Kann man bestimmt gut als Decke machen, das passt. Allerdings finde ich halt die Eichenholzbretter durch ihre kleinere Struktur hier wirklich noch am anspruchsvollsten irgendwie als Wand. Hallo Lukas, schöne Grüße an die Niederlande. Lände, sagte er. So, wir haben jetzt die vier Ecken hier fertig. Dann machen wir natürlich noch ein kleines, eine Tür hier rein. Eine Doppeltür sollten wir ja machen, sagte Mr. Carlo. Das heißt, wir machen hier die Tür rein. Können hier schon mal das Ding hochziehen. Plopp, plopp. So, haben wir das Ding hier drinnen gebaut. Was mir gerade einfällt, was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir nehmen uns mal ganz kurz eben unser Holz. Ich und mein Holz. Und bauen uns erstmal ein Boot aus guter alter Schwarzeiche. Denn die Boote haben jetzt die wunderschöne Eigenschaft, oh, das sieht so cool aus, dass man jetzt auch einfach mit voller Geschwindigkeit, mehr oder weniger, was wollte ich sagen? Ah ja, genau, mit voller Geschwindigkeit vor den, ach, du kriegst die Tür nicht zu. Und wenn ich das jetzt hier so baue, tatsächlich gleich nicht. Guckt euch das mal hier oben an, das ist ja richtig geil gemacht. Die sind jetzt hier in diesem Resource Pack so ausgebildet, als ob das so ein Torbogen wäre, damit man halt wirklich so eine Burg machen kann. Das ist ja geil. Aber ich muss sagen, die Tür gefällt mir jetzt für die Strandhütte jetzt nicht so in diesem Holz. Das Akazienholz werde ich auf keinen Fall jetzt gerade mal verschwenden. Nachts Boot fahren. Ja, nachts Boot fahren ist immer noch besser als nackt Boot fahren. Das sollte man auch nicht machen. Vor allen Dingen nicht, wenn Kinder da in der Nähe sind. Das gehört sich einfach nicht. Gucken wir uns doch mal die verschiedenen Türen an. Ich werde jetzt hier mal drei Türen nebeneinander stellen. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch entscheiden, welche Türe wir hier einbauen wollen in unser... ich bin so ein Schlumpf. Jetzt habe ich 6 Birkentüren gebaut, anstatt noch Eichentüren. Das war wieder pfiffig. So, wo haben wir jetzt gerade die anderen Türen hingepackt? Die haben wir natürlich schon hier reingestellt. Das heißt, ich werde jetzt natürlich auch die Doppeltüren bauen müssen, damit es besser aussieht. Ja, das ist schön. Machen wir das nochmal. Da, dankeschön. Einmal eine Rundtür. Hier haben wir diese Tür. Und hier haben wir noch diese Tür. Eiche, Birke und Schwarzeichentür. Guckt es euch mal kurz einmal an die Leute im Stream. Ihr könnt dann mal eine kleine... ihr könnt euch dann einmal entscheiden, welche Türe. Ich persönlich wüsste jetzt schon, was mein Favorit wäre gerade. Aber wie gesagt, ihr müsst euch da halt selber mal entscheiden. Die Folge, würde ich sagen, beenden wir jetzt ja auch mal ganz kurz eben an dieser Stelle und bauen dann gleich einfach weiter ein bisschen die Wände fertig, die Tür rein und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao!